Ich habe bei mir immer wieder erzählt, ich möchte auf der anderen Seite ein paar Zitate vorlesen, weil mir die wichtig sind. Ja. Also hat der ukrainische Verhandlungsführer bei den Verhandlungen in Istanbul. Jetzt muss ich unterbrechen. Wir kommen jetzt nicht nochmal mit Istanbul in den Jahren 2022. Was der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt hat. Jetzt hat er das gesagt. Er hat gesagt, die Russen waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir der Neutralität zugestimmt und uns verpflichtet hätten, der NATO nicht beizutreten. Das hat der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt über die Verhandlungen in Istanbul. Ja. Wenn das stimmt, sollte man doch an das damalige Verhandlungsergebnis anknüpfen und versuchen, jetzt einen Friedensschluss auf einer solchen Grundlage daran zu finden. Sieht man doch nur, denn es geht darum, dass man darf ich das einfach weitergeben, damit sie antworten kommt. Kann. Und NATO heißt eben Militärbasen, Militärstützpunkte so agieren, dass sie ganz alleine spricht. Das Da können Sie was machen. Nehmen Sie den Ball bitte einmal auf. Also einmal noch.